Das Personal war so brutal unfreundlich. Bisschen Fleisch, gefühlt zu 30, 40 ja. Gramm. Sehr kleiner Döner. Sieht das von innen aus. Er hat die Kelle genommen. Das war's. Das ist wunderschön. Ja. Ja. Man hat oben Fleisch, unten Fleisch, zwischendrin Fleisch. Freunde, das ist einfach fresh. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden England-Brüdern. Freunde, heute werden erstmal Döner verglichen und nicht nur irgendwelche Döner, sondern einmal der billigste Döner und der teuerste Döner unserer Stadt. Also, wir werden jetzt in die Stadt gehen, in Paderborn und gucken, was der billigste Döner, wie teuer der ist, wie der schmeckt, wie es da drinnen aussieht. Plus, wir hoffen, dass er schmeckt, weil ich habe Hunger. Genau, wir waren schon trainieren, ich habe Hunger, Willi hat Hunger und ich hoffe, der erste Döner wird keine Enttäuschung. Aber Leute, ich würde sagen, let's go, wir holen hier jetzt und dann wird getestet. Ich bin auch heftig gespannt, wie teuer der ist, ne? Und was für eine Bewertung der hat. Okay, Freunde, wir sind jetzt da. Es ist hier in so einem Gang. Da vorne ist das Pollux, das Kino aus unserer Stadt. Und hier habe ich schon mal gegessen, früher immer. 2,50 hat hier ein Döner gekostet. Also ich muss sagen, ich habe hier noch nie einen Döner gegessen. Ich bin hier nur noch vorbeigegangen und habe mir gedacht, wie kann sich der Dönerladen halten? Weil der sieht halt einfach nicht so krass aus. Nee, wir haben gerade nachgeguckt und im Internet steht auf jeden Fall, dass er eine 4,5 Sterne Bewertung hat. Deswegen bin ich unnormal gespannt, ob der immer noch so günstig ist und wie er vor allem schmeckt. Die haben Konzept geändert. Die haben jetzt Döner in einer Filmrolle gemacht, weil die Pollux ist. Das ist schlau. So, Freunde, zieht euch rein. Der Laden sieht stabil aus. Mal gucken, wie der Döner schmeckt, ne? Und wie teuer er ist. Wir freuen uns einfach immer noch 2,50. Crazy. Da war erstmal extrem viel los, aber ich muss sagen, das Personal war so brutal unfreundlich. Also, das war halt genau das so 2,50 schon lange nicht, mäßig. Ja, also ist immer noch 2,50, aber... Diese zwei Döner, ne? Nimm mal in die Hand. So zu schwer ist, glaube ich, gleich nicht eine. Lass die mal gleich wiegen. Ja, mal wir wiegen die. Ich glaube, der Döner, den wir später holen, wird alleine mehr wiegen als diese zwei zusammen. Ich glaube auch, die wiegen echt wenig. Plus, wir haben bestellt. Vor uns haben welche gewartet. Die haben noch nichts bekommen. Dann kam eine Person rein und hat gesagt, er möchte einen Döner. Der wurde dann direkt bedient und wir noch nicht. Vor allem, also er hat den Döner quasi innerhalb von 10 Sekunden gefühlt auf die Hand bekommen. Ja. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man sich einen Döner bestellt, man hat richtig Bock. Hunger und dann sieht man so, wie der Dönermann das Fleisch schneidet, legt alles richtig geil drauf, schichtet das am besten erstmal Fleisch, also erst Soße, dann Fleisch, dann Gemüse und dann wieder Fleisch und das richtig perfekt und hier einfach bisschen Fleisch gefühlt zu 30, 40 Gramm, dann einfach richtig ohne Liebe alles drauf, irgendwie 5 Milliliter Soße oder so, aber gucken, wie es schmeckt, vielleicht überrascht der Geschmack einfach, mal gucken. Okay, Bro. Viel geredet, viel hin und her. Sehr viel auch, sage ich mal, schlecht geredet. Aber jetzt kommt das Wichtigste und zwar der Geschmack. Also wie gesagt, das ist ein sehr kleiner Döner. Ich würde sagen, wir wiegen das auf jeden Fall ab, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie klein der Döner ist. Also das ist schon, ist ein Witz. Freunde, was auch nicht fehlen darf, ist ein Pepsi Max. Guckt euch das mal an. Das sieht schon aus wie ein Träumchen. Okay, erstmal 200. Warte, wir wissen ja nicht, wie schwer normaler Döner ist. Doch, ich geh mal davon, normaler Döner wiegt so Kilo. 600 Gramm oder so. Also, Freunde, ihr seht, das Ding wiegt halt gar nichts. Und der hier, warte, vielleicht der schwerer? Nee. Okay, Willi, nimm ihn von der Waage, mach ihn auf und guck, wie das Innere ist. Man weiß nicht, vielleicht schmeckt es ja, ne? Also, Freunde, guckt euch das mal an. Das ist so ein längliches Brot. Ich muss sagen, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also, es ist nicht, es sieht aus wie so ein Cheeseburger von McDonald's, von der Größe her. Weißt du, was nicht ich meine? Nicht Cheeseburger, sondern wie so ein Long Chicken von BK eher. Ja, also, ja, genau. Also, 1:1 schon. Aber ich meine, wenn der normale Döner quasi ein Big Mac ist, ist das jetzt ein Cheeseburger in der Größenordnung. Ich nehme noch ein bisschen. Ja, safe. Ich hatte kaum Fleisch. Sieht das von innen aus? Mach mal einmal auf das Ding. So aufhalten. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich positiv überrascht. Vom Geschmack? Echt? Es zieht sich überall Fleisch durch. Sprich, ihr habt hier so eine ganze Linie voller Fleisch. Dann kommt Salat und dann der ganze Rest. Ich bin noch nicht auf die Soße gestoßen. Da bin ich halt auch gespannt, weil es gibt teilweise Dönerläden, die echt so eine richtige 0815 Cocktailsoße nehmen, die überhaupt nicht schmeckt. Ja, das ist das Problem, weil er hat halt die Soße einfach so nur in die Mitte geklatscht, ohne Liebe, gar nicht verteilt. Klar, 2,50 muss man auch immer bedenken, klar. Weißt du, was das Ding mit dem Fleisch ist? Das sagst du nur, dass es geil ist, weil du hier auch einfach von dem Querschnitt einfach durchbeißen kannst. Normaler Döner, den kann
kannst nicht einfach von Anfang an so beißen, den musst du von oben nach unten ja, essen. Also ich finde es für den Preis von der Größe ist es, also ist es fair. Es ist jetzt kein atemberaubender Döner für 2,50. Es ist halt so ein Döner wie ein Döner ungefähr von der Größe her für 2,50 schmeckt. Wäre der größer, denke ich, dass man da vielleicht irgendwie an der Qualität Mängel hätte. Der Salat ist jetzt nicht wirklich frisch. Aber ist okay, das Personal macht es aber überhaupt nicht wieder wett. Würden die halt korrekt sein, würde der Döner auch besser schmecken. Das sind einfach Fakten. Evelyn, du hast jetzt viel über den Döner geredet. Ich habe ihn schon gerochen. Der Geruch war gut, muss ich sagen. Es ist halt so, es ist für mich kein Döner, sondern so ein kleines Sandwich. Das ist so ein Döner-Sandwich. So ein 20er Sub von Subway. Du bist gar nicht zufrieden, ne? Boah, Digga, mach mal. Ehrlich? Es war so trocken gerade, ne? Ja, doch, ehrlich, ne? Ich hab, doch, das stimmt. Also, der wurde immer trockener. Die Soße fehlt einfach extrem. Warte mal, ich probiere nochmal hier, weil hier ist Soße. Fuck. Digga, ich hab die Hälfte von dem Döner auch gegessen und da war noch keine Soße, ne? Wenn man alles zusammen erwischt, dann schmeckt's gut, auf jeden Fall. Aber man muss es auch erstmal alles zusammen erwischen. Also hier außen ist keine Soße, hier ist keine Soße, ist wirklich nur wirklich. Er hat die Kelle genommen. Das war's. Freunde, was nach so einem Döner nicht fehlen darf, erstmal ein schönes Verdauungskäffchen. Freunde, wir hatten vorher übrigens nur ein Whey-Shake, also waren wir quasi fast auf leeren Magen. Wenn ihr euch auch irgendwas grabben wollt, sei es Protein-Snack oder Kreatin oder... Oder auch irgendwelche Kleidungsstücke, wie zum Beispiel Willis Hoodie, der unnormal fresh ist. Den hat sich gerade auch an. Freunde, diese Hoodies, wenn es kälter so wird, also die Farbe ist so smooth und da drin ist es einfach so richtig schön weich. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, immer über unseren Link einkaufen plus... Nicht vergessen, Engel zu benutzen, damit spart ihr immer ordentlich. Und ja, Resümee zum Döner, es war gut eigentlich so, ne? Ja. Man war halt übelst schlecht geprimed, weil die einfach, vielleicht war es einfach auch ein schlechter Tag und wenn wir in einen anderen Tag nein, Samstag viel los, man weiß. Aber so viel war da jetzt auch nicht los. Es ist aber so krass, wie das drumherum die Entscheidung der Bewertung so beeinflusst einfach, weil man geprimed ist. Aber 2,50 war okay vom Geschmack für 2,50, war auch die Menge ist okay. Plus der liegt gute Magen, muss ich sagen. Also die Menge war auch okay, also ich bin jetzt nicht heftig voll, aber ich bin gesättigt. Freunde, ich bin jetzt extrem gespannt auf den teuersten Döner unserer Stadt. Ja, Mann. Jetzt geht's zum besten bzw. zum teuersten. Aber der beste ist jetzt zum teuersten Döner unserer Stadt. Let's go. Okay, Freunde, weiter geht's. Berlin Döner. Sieht auf jeden Fall frischer aus. Hier ist auf jeden Fall noch mehr los als gerade, Willi. Also. Plus, wir sind nächste Woche in Berlin. Also, wenn ihr irgendwelche Videos haben möchtet aus Berlin, schreibt sehr gerne in die Kommentare. Also Freunde, die Ausrede mit viel los, bitte ja auch nicht, weil hier ist noch mehr los als gerade. So Freunde, ich sehe schon ein Berlin-Döner, 4 Euro, also fast doppelt so teuer, aber man kostet auch doppelt so gut. Okay Freunde, die erste Frage ist, wie viel ein Döner davon wiegt? Also ich gehe davon aus, es ist ja mindestens doppelt so schwer. 570 Gramm, mindestens, Digga. 530 sag 530 Gramm. Und? 480. Boah, du hast 470 gesagt? Ja. Okay, der wird weniger. 500 irgendwas. Der wird weniger wiegen. 3 Gramm. 430. Okay, also der Döner wiegt schon mal. Ne, 200 Gramm mehr ungefähr. Wie viel? Fast doppelt. Der andere hat 270 oder 280 gewogen. Der wiegt 460. Schon lustig, weil der Döner hier hat 4 Euro gekostet. Sprich, wenn man das so im Verhältnis. Ist ja gar nicht teurer. Das Ding ist, man muss ganz klar sagen, der Laden war pickepacke voll und die sind trotzdem richtig korrekt gewesen. Ja, Leute. Dort richtig geiler Vibe. Aber es kommt jetzt auf den Geschmack an, muss man ganz klar sagen. Das Framing ist einfach ein anderes Framing, weil man ist so geprimed, man hat jetzt Bock auf den Döner und deswegen würde ich sagen, wir machen das Ding jetzt erstmal auf. Show me what you got, bro.
Also man sieht schon mal, dass so ein Dreiecksdöner nicht so ein langgezogener Döner. Das ist schon mal die erste. Kein Sandwich. Genau, kein Sandwich. Hier, man sieht, die Verpackung ist auch richtig schön vom Berlin-Döner. Wie gesagt, schönes, wir fahren nach Berlin. Schreibt in die Kommentare, was wir dort alles essen oder machen sollen. Ja, wir, das ist wunderschön. Ja, ne? Also das guck ist dir das ein richtig an. Schöner Burger. Ne? Der ist richtig gut. Döner, Bro, kein Burger. Ich hatte das heute schon 3-4 Mal gesagt. Das Ding ist, hier sieht man auch, dass sie jedes Stück Brot immer in Kompaktgrill reinschmeißen. Ey, was machst du hier? Weißt du, was ich richtig wild finde? Dass man einfach so Sesambrot hat. Also Sesambrot. Ja. Okay, Ladies and Gentlemen. Man sieht hier auch direkt, dass der Salat safe frischer ist einfach. Guck mal. Frisch, Salat. Weil die hatten keine Cocktailsoße. Aber wir haben Knoblauchsoße. Ich habe den guten Herrn, der da gearbeitet hat, gefragt, was ist deine Lieblingssoße? Ready? Set. Go. Ihr seht, Freunde, mein Döner fällt auseinander. Der ist pickepacke voll. Der erste, hier, man sieht hier so eine frische gebratene Karotte, Digga. Mhm. Da sind halt voll viele Sachen drin, die im anderen Döner nicht drin waren. Das ist halt so ein typischer Berlin-Döner, so ein Gemüsekebab eher. Und das sind halt meine Lieblingsdöner. Freunde, das ist einfach fresh. Freunde, was hier auch richtig, richtig brutal ist, die haben hier genau das gemacht, was ich gesagt habe. Und zwar das Fleisch so richtig geil geschichtet. Man hat oben Fleisch, unten Fleisch, zwischendrin Fleisch. Man muss schon sagen, das vorhin war so ein Standarddöner. Mhm. Wenn man an Döner denkt, denkt man an diesen Geschmack. Das ist ein bisschen spezieller hier. So, Freunde, die zwei Döner sind verdrückt. Und ich muss sagen, für mich gab es heute keinen krassen Sieger so. Ja, es gab echt keinen krassen Sieger, weil der teure Döner, wir wissen, wie der eigentlich schmeckt. Und heute war der nicht so überragend. Die ersten Bissen waren gut. Ja. Aber es hat deutlich an Soße gefehlt. Da war viel zu wenig Soße. Der war so trocken. So, ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Döner war fast zu wenig Fleisch. War aber noch okay, weil der Döner ein bisschen kleiner war. Ja. Aber beim zweiten war einfach zu viel Fleisch. Bei mir war da zu wenig Salat. Nur ganz oben war Salat drin und der Rest rausgefallen. Ja. Und die Soße hat gefehlt. Deswegen würde ich mich für einen entscheiden, ist es eigentlich der teurere. Ja. Weil ich den eigentlich besser kenne. Der schmeckt eigentlich viel, viel besser. Ja. Da sind auch viel mehr Kartoffeln drin und so ein Kram. Das war heute nicht der Fall. Aber ich muss auch sagen, der erste, der billige, hat auch nicht schlecht geschmeckt. Nee, der schmeckt eigentlich auch gut. Wenn man nicht so krass Hunger hat, kann man sich den auch mal snacken. Der ist halt nicht so groß. Ist ja eher so ein Snack. Ja, ist so ein Snack und der kostet halt wirklich nur 2,50. Das ist halt nichts. Das ist crazy. Ja, und ja, Freunde, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ihr das gerne liked da, schreibt einen Kommentar, was wir noch vergleichen sollen. Und auf jeden Fall für Berlin, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was für Videos sehen können, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.